spielen heute gemeinsam den Prolog von A Space for the Unbound. Ein Pixel-Adventure, wo es um einen Jungen und ein Mädchen geht mit übernatürlichen Kräften. Es geht um Freundschaft, aber es geht auch um Depressionen. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Deswegen legen wir jetzt auch sofort gemeinsam los. Ja, es war eine kühle Nacht. Die Prinzessin des Südsterns lag kraftlos da und die Katze war beunruhigt. Miau, Prinzessin, ihr seht sehr, sehr krank aus. Schnurr. Geht es euch gut? Miaute die Katze. Die Prinzessin schaute in den Nachthimmel und überlegte. Es war Zeit, sich zu verabschieden, die Welt hinter sich zu lassen. Oh nein! Muss mal ein bisschen leiser machen. Ich möchte dir etwas geben, meine liebste Freundin. Ein Abschiedsgeschenk. Ich werde dir mein letztes Wunder offenbaren. Etwas leuchtete hell in ihrer Handfläche. Es war das Wunder. Sie war überwältigt vor Ehrfurcht und trotzdem fing sie an zu weinen. Oh, miaune Prinzessin, tut das nicht. Ich will euch nicht gehen lassen, miaute die Katze. Die Prinzessin lächelte nur und blickte in die vertränten Augen der Katze. Alle anderen interessierten sich nur für meine Wunde. Du jedoch bist mir auch danach treu geblieben. Vielen Dank, dass du meine Freundin bist. Mensch, ich kann nicht. Auch nicht. Es wurde hell und warm. Die leuchtende Prinzessin des Südsterns verwandelte sich zu Sternenstaub und wurde in den Himmel zerstreut. Aber ihr Licht blieb in dieser wunderbaren gelben Blume erhalten. Allein zurückgelassen umarmte die Katze die Blume. Prinzessin, die Welt hat dich nicht verdient. Ich weiß. Also, was denken Sie, Mr. Co-Autor? Deine Geschichte ist toll. Sie hat mich echt berührt und ich kann es kaum erwarten, den Rest zu erfahren. Die Welt, die Abenteuer, die Charaktere, ich liebe alles. Aber die Prinzessin mag ich am meisten. Oh, freut mich, dass sie dir gefällt. Ich war ein bisschen besorgt und überhaupt nicht sicher, was die Geschichte angeht. Erst wollte ich die Prinzessin zu einem Kometen machen, wenn sie stirbt. Und dann hätte sie den Planeten zerstört und alle Kreaturen, die ihre Wunder stahlen, mit ihm. Aber das wäre ein grausames Ende für die Geschichte. Also weg mit dieser Idee. Ja, ich glaube, das wäre zu gewalttätig und hätte nicht zu dir gepasst. Übrigens, woher hast du die Idee mit dem Kometen? Naja, von letzter Nacht. Ich war richtig verärgert und habe mir Sorgen gemacht. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und plötzlich einen wunderschönen Kometen über den Himmel fliegen sehen. Och Mensch, ich wünschte, ich wäre wach gewesen. Dennoch, ich kann nicht glauben, dass es so endet. Kein schönes Schicksal für die Prinzessin des Südsterns. Soll ich dir das letzte Kapitel vorlesen? Letztes Kapitel? Es gibt mehr? Ja, naja, eher ein Epilog. Aber ich kann es auch als letztes Kapitel zählen. Es handelt vom allerletzten Abenteuer der Katze. Die Katze muss, die gelbe Blume, sie müssen, komisch. Was ist los? Plötzlich kann ich mich an nichts erinnern. In meinem Kopf herrscht nur Leere. Es lag mir auf der Zunge. Hey, warum gehen wir nicht raus und schnappen etwas frische Luft? Das wird dir helfen, wieder klar denken zu können. Okay. So, da wären wir nun. Wir steuern den jungen Mann hier. Ich muss ganz kurz auf die Einstellungen. Sound. Bisschen leiser machen. Beziehungsweise die Musik. So, so ist es gut. So, wir steuern diesen jungen Mann hier. Wir können mit der Leertaste auf Reden gehen. Aber ich glaube, wir haben keine Redeoption gerade. Doch, du sagst es. Lass uns rausgehen und frische Luft schnappen. So. Da können wir also rausgehen. Das
funktioniert über die Pfeiltasten. Und jetzt? Geht es dir besser? Ich weiß nicht. Was ist passiert? Hast du eine Schreibblockade? Ich weiß nicht. Es fühlt sich so düster und unheimlich an. Ich will fast nicht weitermachen und herausfinden, was für eine Geschichte ich erzählen möchte. Das hört sich wirklich nach einer Schreibblockade an. Hey, vielleicht ist es Zeit, das rote Zauberbuch zu benutzen. Das rote... Was? Das rote Zauberbuch? Hast du das schon vergessen? Das Buch enthält den Spruch, mit dem du tief ins Herz tauchen und das Chaos aufräumen kannst. Und dieses rote Buch? Ja, wir haben es schon mal benutzt. Wo ist das Buch? Ich habe vergessen, wo es liegt. Tut mir leid, ich bin zu chaotisch. Hey, kein Ding, ich helfe dir, nach dem roten Zauberbuch zu suchen. Vielleicht liegt es hier irgendwo. Kannst du nach etwas Rotem suchen? Okay, bin schon dabei. So, da... Pfeiltasten doppelklicken, um zu rennen. Da haben wir doch was Rotes. Ich habe ein Buch gefunden. Das muss das rote Zauberbuch sein. Wir können aber erstmal weiter gucken, was es hier noch gibt. Hey, wo gehst du hin? Hilf mir doch bitte mit dem roten Zauberbuch. Sorry, bin schon auf dem Weg zurück. So, dann lasst uns noch schnell in die andere Richtung gucken. Okay, also wir haben das rote Zauberbuch. Und das geben wir ihr jetzt. Hey, danach hast du doch gesucht, oder? Das rote Zauberbuch, du hast es gefunden. Na los, versuch das Buch zu benutzen. Aber ich habe Angst, es allein auszuprobieren. Och Mensch. Würden Sie mir helfen, verehrter Mr. Co-Autor? Bitte, 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 bitte. Wow, beruhig dich. Okay, ich helfe dir. Sag mir nur, wie ich es benutze. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Wenn du es siehst, musst du nur das Buch öffnen. Es siehst? Was? Eine glänzende Blume über den Köpfen der anderen. Glänzende Blume, hm? Ja, glaub mir. Das ist die Magie des roten Zauberbuchs. Ich muss das Buch nur öffnen. Keine Tänze oder Gesänge. Ja, so einfach ist das. Los, los, probier es jetzt aus. Okay, wir machen das... um das, was dich verängstigt, loszubekommen. Und um das letzte Kapitel zu finden, das ich dir vorlesen wollte. So, jetzt haben wir da eine goldene Blume. Ich habe Angst. Ich traue mich nicht, an das letzte Kapitel zu denken oder es zu finden. Ich habe Angst herauszufinden, was da noch kommt. Was, wenn es schlecht wird? Jeder wird mich für blöde halten. Denk dran, ich habe noch nie etwas beenden können. Dieses letzte Kapitel, werde ich es je beenden können? Können wir da noch was machen? Nein. Einen Schlüssel gefunden. Ich frage mich, wo das Schloss dafür ist. Womöglich da rechts an der Tür. Oh. Es ist eine wuchtige, seltsame, verschlossene Tür. Um sie zu öffnen, brauche ich vielleicht einen Schlüssel. Den hier vielleicht. So. Unsinn, das ist das Blödeste, was ich je gelesen habe. Ich meine, ein je... Hey, nicht so schnell! Also wir haben ja auf alle Fälle einen Haufen Leute, die über uns lästern. Oh Mensch, was armes Ding. So, mein einjähriges Baby. Du hättest auf deine Schulnoten. Was für ein Gemurkse. Zeitverschwendung. Verschwendung von Tinte und Papier. Sitze ich eingeschlossen, um diesen Unsinn zu schreiben.
ist das Blödeste, was ich hier jemals gelesen habe. Okay, da hat jemand Angst vor Versagen und Ablehnung. Es war hell und warm. Die leuchtende Prinzessin des Südsterns verwandelte sich zu Sternenstaub und wurde in den Himmel zerstreut. Aber ihr Licht blieb in dieser wunderbaren gelben Blume erhalten. Ich hatte eine Idee, die vielleicht nützlich sein könnte. Aber das gar nicht. Sollte ich diese Geschichte erzählen? Soll ich sie beenden? Ja, das könnte funktionieren. Oh, schön. Wow, ich habe nicht bemerkt, wie weit wir gelaufen sind. Ja, erstaunlich, oder? Wirklich erstaunlich. Es fühlt sich an, als würde ich im Weltall schweben, wie bei einer außerkörperlichen Erfahrung. Weißt du, wir sollten uns einen Namen dafür ausdenken, wenn du das rote Zauberbuch benutzt. Was hältst du von ins Herz tauchen? Das hört sich cool an. Ins Herz tauchen? Das hört sich echt cool an. Und so aussagekräftig. Ja, da du ja in das Innere meines Herzens eintauchst, also ins Herz tauchen. Und hilft das ins Herz tauchen wirklich? Ja, ich habe endlich beschlossen, wovon das letzte Kapitel handeln wird. Oh wow, cool. Wirklich? Ja, vom großen blauen Stern. Der große blaue Stern? Ja, der große blaue Stern. Er hat nach ihr gerufen. Während die Prinzessin des Südsterns starb, wünschte sie sich, dass sie wieder dort ist, wo sie hingehört. Und die Katze wird sie zurückbegleiten? Genau. Oh wow, das hört sich nach dem aufregenden Abenteuer an, das wir schreiben und zeichnen sollten. Die Kommentare meines Mr. Co-Autors sind wie immer extrem hilfreich. Nee, kein Problem. Du hast dir doch die Geschichte der Sternenprinzessin ausgedacht. Naja, das musste ich ja. Das ist unsere Geschichte. Wir haben sie uns zusammen ausgedacht. Naja, wenn du das sagst, also dann... Juhu, hurra! Hurra! Auf das letzte Kapitel. Ja, das letzte Kapitel. Brauchen wir noch was, um die Geschichte fertigzustellen? Wir müssen nur noch ein Raumschiff bauen. Oh, ein Raumschiff? Ja, die Katze wird im Raumschiff die gelbe Blume zum großen blauen Stern begleiten. Die gute Nachricht ist, ich habe das Raumschiff schon selbst gebaut. Was? Wann hast du... Darf ich es sehen? Wo ist es? Ha! Ich habe die letzten 3 Wochen nach der Schule daran gearbeitet. Es sollte eine Überraschung für dich werden. Natürlich ist mein super geheimer Bastelschuppen auf der anderen Seite des Flusses, damit du ihn nicht finden konntest. Allein den Fluss überqueren, das ist sehr gefährlich. Oh, mach dir keine Sorgen. Ich habe ihn schon viele Male überquert und bin immer noch hier, oder? Okay. Ich brauche eine wichtige Sache, um das Raumschiff fertigzustellen. Eine magische Sache, um es durch das All vorwärts zu treiben. Die Sache ist natürlich der Zauberstab der Sternenprinzessin. Und ich habe ihn zu Hause vergessen. Oh Mist, das ist blöd. Wollen wir ihn holen? Nein, ich möchte gerade nicht nach Hause. Unser Haus ist kein guter Ort. Mein Vater, er ist... Hey, keine Sorge. Der Zauberstab ist in deinem Zimmer, oder? Ich hole ihn. Oh, ist das für dich okay? Ich meine, du hast mir schon so viel geholfen. Und wenn dich jemand sieht, man könnte meinen, du würdest einbrechen. Keine Sorge. Ich bin so leichtfüßig wie eine Katze. Das weißt du doch. Tut mir leid, dass du das für mich machen musst. Wirklich, mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir gern. Aber du musst mir versprechen, dass du den Fluss nicht alleine überqueren wirst. Wir haben die Sache zusammen angefangen, wir beenden sie auch zusammen. Ja, du hast recht. Ich verspreche, dass ich auf dich warten werde. Weißt du, wo mein Zimmer ist? Mein Zimmer ist im 2. Geschoss und der Zauberstab liegt irgendwo auf meinem Tisch. Oh, und eine Sache noch. Wenn du dich verläufst, weiß meine Katze Boske immer, wo es lang geht? Miau. Verstanden. Viel Glück, ich warte hier auf dich. Du solltest beim Hauptquartier warten. Es ist gefährlich, hier herumzulaufen. Hm. Du hast recht. Aber die Luft ist hier so frisch und angenehm. Ich könnte hier Inspiration für das letzte Kapitel bekommen. Okay.
Beeil dich einfach. Okay. Und eine letzte Sache noch. Das hast du schon gesagt. Keine Sorge, ich bin schnell wieder hier. Nein, das meinte ich nicht. Ich will dir noch was anderes sagen. Was denn? Danke für alles. Du bist der beste Co-Autor, den ich je hatte. Ach, muss jetzt nicht so melodramatisch sein. Bin gleich wieder da. Schauen wir mal. Hier haben wir einen Steg. Da werden wir später den Schluss überqueren. Das ist die Katze. Katzen müssen immer gestreichelt werden. Immer. So, dann schauen wir mal. Das hatten wir schon. Noch mehr Katzen und ein Mädchen. So, da geht's nicht weiter. Immer langsam, Alter. Der Verkehr ist schon schlimm genug. Ist also, dass ich dein schickes Auto ramme, hm? Da geht's zurück auf die Brücke, oder ja? Hier geht's nicht lang. Da geht's lang. Frisch frittierte Kimol, heiß und fettig. Köstliche Kimol, kommt und holt euch eure Kimol. Was auch immer das ist. Komet? Kimol? Komet? Kimol? Vielleicht sollte ich den Namen zu einem aufsehenerregenderem ändern. Vielleicht. Und zu einem verständlicheren. Ich hätte gerne einen Löffel voll scharfer Soße. Ach, nur einen? Gib mir zwei Löffel scharfe Soße. Aber das ist Ketchup. Es sieht aus wie scharfe Soße. Ist doch auch was, oder? So, Katze, dann geh mal vor. Ich komm schon, ich komm schon. Seht da, der große Komet der Zerstörung reißt den Himmel auf. Die Sterne löschen, der Himmel fällt herab. Katastrophen, Krankheiten, Überschwemmungen und Dürre. So, jetzt sind wir hier in einem Wohngebiet. Kinder heutzutage sind die schlimmsten. Als ich noch jung war, haben wir das getan, was unsere Eltern uns gesagt haben. Was geht, Alter? Und was sagst du? Hm? Was? Sorry? Ach, dieser Hong Kong Beat, ein Mixtape von mir selbst aufgenommen. Also, was sagst du? Oh ja, cool, wirklich super. Alter. Ja, oder? Wenige können heutzutage noch mit Hong Kong etwas anfangen. Es ist ein altes Musikgenre, das von Kolonisten hergebracht und von unserem Volk perfektioniert wurde. Diese Musik ist sehr beruhigend, eine perfekte Begleitung für Leute, die entspannen und das Leben einmal hinter sich lassen wollen. Hey, weißt du was? Du kannst mein Demo-Tape behalten. Ist ein Geschenk. Hm? Okay. Nein, du musst nicht. Doch, Alter, man trifft so selten andere Hong Kong-Fans, weißt du? Außerdem kann ich immer ein zweites Mixtape machen, wann ich will. Oh, vielen Dank. Glaube ich. So, wir haben eine Kassette mit Hong Kong-Musik, auch wenn ich Hong Kong nicht wirklich verstehe. Gut. Dann lasst uns mal weiter der Katze hinterhergehen. Es hängt ein Schild an der Leiter. Diese Leiter ist im Besitz des Zivilschutzes. Nicht benutzen. Okay. Dann machen wir das auch nicht.
Und heute in den Nachrichten, es wurde ein weiterer Komet gesichtet, der über die Stadt fliegt. Es ist der dritte Komet, der diese Woche beobachtet wurde. Weder die Regierung noch die Nationale Raumfahrtagentur haben irgendwelche offiziellen Erklärungen zu diesen eigenartigen Ereignissen veröffentlicht. Sieht so aus, als würde die Welt bald untergehen, oder? Gut, dass ich Glückspilz schon verheiratet bin. Ja. Schön für dich. Da ist doch das Mädchen von vorhin, oder? So. Ob ich da jemals wieder... Ihr Haus ist gleich um die Ecke. Oho, jemand ist da. Hallo, Frau Devi. Gehen Sie auch zu dem Nachbarschaftstreffen? Soll ich Sie ein Stückchen begleiten? Natürlich. Oh, Sie haben Ihre Tochter nicht mitgenommen? Nein. Was ist los? Gibt es ein Problem? Meine Tochter. Seit einiger Zeit hat sie Angst, zur Schule zu gehen. Und mein Mann? Naja, mit seinem Chef läuft es nicht so gut. Er ist momentan etwas gestresst wegen des Geldes, das wir uns leihen mussten, damit Nirmala zur Schule gehen kann und er lässt alles an Nirmala aus. Jetzt hat sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen und weigert sich, mit uns zu reden. Gott, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Oh wow, tut mir leid, das zu hören. Warum hat sie Angst, zur Schule zu gehen? Ich weiß nicht. Ich will mit beiden über alles reden, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Naja, lassen Sie uns zu dem Treffen etwas früher gehen und auf dem Weg über alles reden. Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Keine Angst, Sie können mir alle Probleme anvertrauen. Dafür sind Nachbarn doch da, oder? Ich würde meinen Nachbarn jetzt nicht zwingend alle Probleme anvertrauen, aber... Sie sind weg. Jetzt habe ich eine Chance. Das müsste Ihr Haus sein. Ja, sieht so aus. Die Katze hat es in Besitz genommen. Die Tür ist verschlossen, aber ihr Vater ist wohl im Haus. Es wird gefährlich sein, durch die Haustür zu schleichen. Vielleicht sollte ich so tun, als wäre ich hier, um sie zu besuchen. Aber ihr Vater darf nicht herausfinden, dass sie sich aus dem Haus geschlichen hat. Außerdem würde er denken, ich wäre ein gruseliger Highschool-Schüler, der ein Kind belästigen würde. Das ist alles zu gefährlich, aber ich muss ihr den Zauberstab bringen. Was soll ich nur machen? Hey! Wie lange bist du schon da oben? Oh ja, dieses Fenster im zweiten Geschoss sollte das ihres Zimmers sein. Wir werden doch wohl jetzt hier nicht blöd rumklettern. Aber wie schaffe ich es zum Fenster hoch? Naja, mit der Leiter, die man verbotenerweise nicht verwenden darf. Ich könnte es ins zweite Geschoss schaffen, wenn ich an dieser Wand entlang käme. Aber die Wand ist zu hoch für mich. Nur auf etwas stehen oder mich abstützen könnte. Ja, die Kassette macht da natürlich keinen Sinn. Wir gehen mal kurz da lang, aber... Oh. Nichts passiert. Die Straße ist aufgrund der Nachbarschaftsaktivitäten gesperrt. Okay, das sind ja heftige Nachbarschaftsaktivitäten. Wenn ich jetzt zurückgehe und die Leiter organisiere... So war das nicht gedacht. Hey Kindchen, was machst du mit meiner Leiter? Ich bin nur von ihrer Leiter fasziniert. Wow, diese Leiter sieht sehr massiv aus. Und glänzend. Hast du etwas geraucht, Kindchen? Ich hoffe, du machst mir keinen Ärger, Kindchen. Niemand betatscht meine Leiter. Siehst du nicht, dass ich schon beschäftigt genug bin? Ich würde so gern etwas Schlaf bekommen. Verdammt, ich könnte die Leiter benutzen, um an Nirma das Zimmerfenster zu kommen. Habe ich noch etwas anderes dabei? Ah, das rote Zauberbuch könnte mir da jetzt helfen. Wir quasi in seine Herzwelt ein. Oh, ekliges Weckergeräusch. Oh,
Wow, diese Blume blüht. Ich frage mich, was passiert, wenn ich alle Blumen zum Blühen bringe. Ich bin so müde. Dass ich letzte Nacht lange wach war, um den Kometen zu sehen, tat mir nicht gut. Ich habe mich wach gehalten, indem ich mich beschäftigt habe, aber jetzt möchte ich nur noch für immer schlafen. Aber ich darf jetzt noch nicht einschlafen. Nicht bevor ich das laute Klingeln ausgeschaltet habe. Nicht bevor ich die hellen blauen Lichter ausgeschaltet habe. Und natürlich brauche ich meine liebste Kronkong-Musik, um mich zu entspannen. Ich will doch nur schlafen. Nichts passiert. Okay, wir müssen diese Musik in den... Okay. So, das Klingeln konnten wir ausstellen. Nein, sie geht nicht aus. Was für eine komische Uhr. So, da haben wir zumindest schon mal die Kronkong-Musik. Ich glaube tatsächlich, da ist gerade eine zweite Blüte erschienen, ne? Ich habe einen Schläger gefunden. Soll ich ihn benutzen? Auf den Wecker. Ja, genau. Und eine Blüte mehr. Perfekt. Licht aus, oder? Sehr gut. Okay. Das fühlt sich gut an. Ich werde meine Augen nur für eine Minute schließen. Kann ja nicht schaden, oder? Zack. Ich in der Früh. Oh, er ist eingenickt. Sehr schön. Wow, er schläft tief und fest. Dank dem roten Zauberbuch vermute ich mal. Jetzt kann ich ja die Leiter nutzen, oder? Zeit, den Zeit, den Zauberstab zu holen. So. Die Leiter ist unser. Wir gehen erstmal hier entlang. Und benutze hier die Leiter. Sehr gut. Voll einbrechermäßig. So. Da sind wir jetzt in Nirmalas Zimmer und sie hat gesagt, der Zauberstab liegt irgendwo auf ihrem Schreibtisch. Da ist er, der Zauberstab der Sternenprinzessin. Es ist erstaunlich, dass sie sich das alles ausgedacht hat. Nirmala, was für ein geistreiches, talentiertes Mädchen. Ich habe den Zauberstab. Oh, oh. Du Göre! Mach die Tür auf! Du undankbares Stück! Wie kannst du es wagen, die Tür zu verschließen? Du schwänzt schon wieder die Schule, oder? Mach die verdammte Tür auf! Du kritzelst doch gerade nur rum und schreibst diesen bescheuerten Nonsens, oder? Du hast keine Ahnung, wie viel Geld ich mir borgen muss, damit du in eine anständige Schule gehen kannst. Und so dankst du mir, du verwöhnte kleine Göre. Verdammt, das wird jetzt echt heikel hier. Ich hau lieber ab, bevor ihr Vater die Tür einschlägt. So. Gibt's hier noch irgendwas zu gucken? Ich weiß, das ist gerade nicht so gut. Wenn denn da nichts passiert, okay. Zurück aufs Dach mit uns. Es hat angefangen zu regnen. Sie sollte auf mich im Hauptquartier warten. Ja. Dann gehen wir mal zurück und müssen aufpassen, dass es uns nicht vom Dach haut auflässt, ne? So. Die Leiter. Die nehmen wir wieder mit. Nein, so war das nicht gemeint. Okay, wir müssen sie stehen lassen. Ich hätte sie ihm jetzt eigentlich gerne... Ich hätte sie ihm gerne zurückgebracht, aber gut. Der Regen wird heftiger. Das macht mir Sorgen. Ich hoffe, sie ist schon beim Hauptquartier. Gewitter. Nicht gut. So im Freien. Ah.
finde die Optik sehr, sehr schön. So, da lang. Wir sind inzwischen auch schon patschnass und die Katze ist viel zu ruhig für dieses Regenwetter. Oh, was ist da? Ah ja. Passt. Natürlich ist sie nicht da. Wo ist sie? Sie ist noch nicht hier? Hilfe! Huch, ist da jemand? Irgendjemand, Hilfe! Diese Stimme ist sag bloß. Okay, ich hatte doch Mist gebaut, oder? Wollt ihr wahrscheinlich allein über den Fluss? Ich kann nicht schwimmen, oh Gott. Niamala. Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Verdammt, ich kann doch auch nicht schwimmen. Warte, ich muss etwas finden, um an sie heranzukommen. Komm schnell her, bitte. Ich halte nicht mehr länger aus. Ich habe Angst. Zauberstab. Hier, versuch dich am Stab festzuhalten. Sorry, der Donner hat mich erschreckt. Keine Sorge, ich werde dir da raushelfen. Bleib ruhig. Okay, versuch dich am Buch festzuhalten. Ugh. Langsam, langsam, Stück für Stück. Oh oh. Ich komme zu dir. Bin auf dem Weg. Auweia. Wir schaffen das. Zusammen. Wir müssen die Geschichte beenden. Ja. Der trinkt mir jetzt aber nicht, oder? Ach komm. Na toll. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Aber das Spiel ist noch nicht draußen. Es kommt erst noch. Es war der Prolog als Demo. Oh Mann. Sowas kann ich gar nicht leiden. Wir werden das mal im Auge behalten. Und vielleicht wird ja ein Let's Play draus.